Und dreimal dürft ihr raten, um die Figur zu kriegen, müssen wir die auch wieder mit Betäubung. Ja, niederstrecken sozusagen, ja gut. Außer Gefecht setzen. Einfacher würde es natürlich gehen, wenn wir sie mit diesen Raketenwerfer anvisieren können und so. Aber ja, dafür würden wir sie ja töten. Was war noch? Was brauche ich? Flashgranate. Störgranate, irgendeine Granate war auch noch hilfreich. Ich glaube eine Düppelgranate. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, was das angeht. Ich weiß auch noch eine Rauchgranate. Ich weiß es echt gerade nicht. Auf jeden Fall nichts Tödliches. Gut. Die schießt mit dem Granatenwerfer, den sie in der Hand hat.
Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen Teile was abschießen kann. Ich meine, die soll ich ja nicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Extrem hatte ich das gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das war die richtige. Die Dinger kann ja dann nicht mehr einschießen. Das glaube ich nicht. Nein. Das war knapp. Nein. Ja. Schneller Snake. Something's coming. Run, Snake. Run. Calm down. Calm down. Stimmt, der cool down moment. Wenn sie überhitzt ist, dann muss sie sich erstmal ausruhen und kann den anderen Teil ja auch nicht mehr benutzen. Stimmt. Uah. Versucht die anderen Dinger aus irgendwie auszuschalten. Falsche Waffe. Genau die hier war. Ich hab nicht so viel Geld. Verdammt! Dammit! Ausgerechnet die Waffe kostet so viel. So ein Cass.
Das ist natürlich echt bitter jetzt. Das ist die Waffe, die auch Ziele verfolgen tut. Scheiße. Ja, dann kann man nichts machen. Dann muss ich die anderen, mit Ausnahme von Rage Raven, mit einer scharfen Waffe ausschalten. Muss man aufpassen, was ich nicht treffe. Das ist gar nicht so einfach. Warum mit dem Ziel? Nein. Das ist sie gewesen. Die wollte ich nicht. So. Sie? Also ihre. Die mit dem Licht ist sie selber. Vermutlich mal. So, das dürfte wohl alle gewesen sein. Vorläufig. Bleib schön oben stehen. Weiß nie, wo jetzt gerade was herkommt. Was ist denn das Gemeine? Da.
schon höher. Ja, das war's. Wirklich so. Doppelgranaten mehr. Verdammt. Doppelgranaten. So kann man sie nicht kaufen. Granaten hier, Rauchgranaten, Flashbang, Hämmermühlen, Schlafmine, C4 Sprengstoff, Schlittergranate. Na toll, ausgerechnet die hat er nicht. Echt super.
Okay. Keine Munition mehr für die Waffen. Überhitzt. Sie ist überhitzt. Ganz gut. Nicht überstürzt handeln immer. Raven hat nur noch einen Balken. Fast. Fast. Yeah.
bist du jetzt. Komm schon. Autsch. Voll auf die Birne. Na. Gott sei Dank. Ja, haben sie gleich. Ja. Immer von ihren Maschinen ablenken. Ein Schuss noch. Ein dritter Schuss. Ja, schon. Puh, geschafft. Ja, jetzt geht das Spielchen noch mal wieder von vorne los. Snake, she's come out of her suit. Watch out, she's gonna try to grab you. So, ich muss nur mal gucken, wo die Figur abgeblieben ist.
Nice, hier draußen. Kann doch auch oben sein. Erwischen lassen. Rage with me. Drei Meter und die Wut. So, das war's. Way to bring that bird down, Snake. Drebin. And you got yourself a souvenir, too. A grenade launcher. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though. I laundered this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldier's rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day.
That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks, until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall, like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp, both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured, hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength. And her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Draven? Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal.